Moin, meine lieben Jungs. Hallo. Hallo. Na? Willkommen zum Vlog. Wenn die Nuschel nicht so, das Mikrofon geht nicht so gut. Ja, natürlich. Willkommen zum Vlog des, der Formcon auf seinem Kanal. Zusammen mit Ihnen, mit mir und mit Ihnen. Mit ihr, hallo. Mit ihr da hinten. Die haben wir aufgegabelt. Ja. 2,50 Euro Straßenstrich. Ja. Auf dem Weg zur Formcon, meine lieben Freunde. Zusammen. Mit? Achso, zusammen. Ja, wir haben uns kurzfristig noch dazu entschlossen, zusammenzufahren. Und sind jetzt tatsächlich schon 25 Kilometer vom Ziel. Wir werden natürlich YouTuber-gerecht zu spät kommen, weil Navi zeigt an 10.02 Uhr, 10 Uhr geht's los. Und wir müssen eigentlich noch... Das ist ja gerade ein Hotel, oder? Eigentlich noch... Ach, das ist ja auch Hotel. Das ist ja gar nicht Formcon. Aber gut, das ist ja nebeneinander. Hoffe ich mal. Ja, Renny, erzähl doch einfach mal oder sag doch mal, was auf jeden Fall so ein bisschen das Tagesprogramm und was wir hoffen zu sehen. Die denken sich, wenn wir um 10 erst anfangen, dann brauchen wir kein Frühstück machen. Ja, da ist ja noch Fahnenappell und bis die dann unten ist. Ach, Fahnenappell war ja noch, stimmt. Das ist gestern. Aber 16, ich glaube 16 Uhr, nee, wann war alles 17? 16 das Uhr? Das war irgendwann 16, 17 Uhr. Und 14 ich weiß nur, dass 13 Uhr... 15. 13.15 Uhr ist YouTubers Day. YouTubers in nee. Real Life. Da seht ihr halt, dass unsere Fürze auch stinken, ist halt so. Aber, ja, wird auf jeden Fall interessant. Wir freuen uns natürlich am meisten auf das Gameplay-Demo, was auch immer vom LS17. Wie denn jetzt mal auch die fertige Grafik, wenn sie denn fertig ist. Aber ich denke, die werden uns nichts zeigen, was nicht fertig ist. Wie das dann jetzt aussieht, das wird, denke ich, auf jeden Fall am interessantesten werden. Und ja, da freue ich mich also zumindest am meisten drauf. Und weiß nicht, was du? Ich habe viel Hoffnung. Sag mal, wie findet ihr eigentlich meine neue Frisur? Ist keine Schäme. Und, was für eine Frisur? Oh ne! Ja, Gott sei Dank. Ey, was ich wieder schneiden muss. Bist du alles uncut. Und, ja, nee, also ich bin auch gespannt, wie gesagt, was uns für alle 17 zeigen wollen. Das Geile ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das so halbwegs, könnt ihr das überhaupt sehen? Es ist nicht so das geilste Wetter. Es ist nicht, ja, fahr ich. Es ist wirklich nicht so das geilste Wetter. Wir haben jetzt hier gerade unten dann einen Schulterblick. Macht er jetzt das erste Mal. Ja. Komm doch mal zum Bund. Alter, der Akku ist gleich leer. Das ist nur eine 64 GB Speicherkarte. Wenn du da eine halbe Stunde rein durchlässt, Kerl hat was verstanden. Haben wir ja, glaube ich, kein Videomaterial von der Warmkampf. Und die Leute tun mich wieder disliken. Ich habe noch 32 und 16 da. 58 nimmt sie nicht. Wetter ist echt scheiße. Das muss man sagen. Wir können ja mal ganz kurz, Moment. Ja, das Wetter ist. Nicht so? Ja, der LKW ist auch da. Jetzt waren wir schon vom LKW überholt. Ja, Wetter ist wirklich scheiße, das muss man echt so sagen. Ja. Es hat auch stark geregnet. Irgendein starkes Schiff, hoffen wir mal, dass da nicht irgendwie so Matsch ist, weil du musst da ja Auto hoch. Naja, abstellen. Da sind ja Parkplätze, aber mich würde es halt freuen, die haben so einen schönen großen Hof und alles, wo man sich natürlich dann auch draußen ein bisschen aufhalten kann, wenn da mal Pause ist oder sonst was. Und das wäre natürlich echt cool, wenn das Wetter ein bisschen passt, auch für abends dann, wenn man draußen sitzt. Mhm. Wenn wir da nicht dann drinnen hocken müssen, weil wenn natürlich alle reinstürmen, wir wissen nicht, wie viele Leute dort sind, das ist auch das Problem, dann wenn natürlich dann alle ins Gebäude, das wird natürlich dann auch eng, denke ich. Aber naja, so sieht es erstmal aus. Ja, das ist mal die Erwartung und wir fahren mal hin, wir sind gleich da, 20 Kilometer und ja. Mit den Stau hier vorne. In diesem Sinne sehen wir uns ja gleich wieder nach einem kleinen Cut. Warte mal, ja, ich mache das jetzt, ich will auch mal machen, wie Hand of Blood das macht. Die Kamera wird jetzt in Randys Titte verschwinden. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Analyzing. Try to figure out those lines up on your face. No sense. Never felt.
Wollt ihr erzählen, wie es war? Achso, ich soll die Führungsrolle übernehmen. Das ist der Drosch. Ja, Rolle passt ja. Am Arsch. Wir haben jetzt schon zweimal verfahren, innerhalb von 50 Kilometern oder so. Das ist dann immer halt so. Ich sag immer, wenn man keinen Führerschein hat, verfährt man sich auch nicht. Wir haben ja zwei Videos gemacht. Ne? Das ist ja jetzt das zweite. Vielleicht kommt das auch als erstes. nein, einmal so ein bisschen so Zusammenschnitte von dort der Farm kommen, eben wie es dort war, was dort alles war und so weiter und so fort. Einfach so ein paar Bilder für euch und natürlich einmal die Review über LS17, was an Infos alles rausgegeben wurde, was Neues ist, was Features sind. Was wir ja zum Beispiel in der Review gar nicht angesprochen haben und es waren ja auch diverse YouTuber vor Ort, ne? Da hat man sich ja auch mehr oder weniger drauf gefreut. Wen haben wir denn also getroffen? Ansgar von Nordline TV. Das ist ein cooler Typ. Werner von Burning Gamers, genau. Der war relativ viel mit uns unterwegs oder die ganze Zeit mit so und da haben wir viel erzählt und ist echt ein cooler Typ, auch im Real Life, passt voll in die Welt. Wollen wir übrigens jetzt ein kleines Projekt starten. LS-technisch, da wird eine neue Map kommen mit Werner zusammen von Burning Gamers und vielleicht noch ein oder zwei anderen. Schauen wir mal, aber geplant ist jetzt erstmal Werner von Burning Gamers, dann Randy, der Freezy, meine Wenigkeit und da gucken wir mal, was wir machen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich freue mich riesig drauf, mit den Jungs was zu machen und weil die echt cool sind, also muss ich sagen. Der Kleine ist noch müde. Hat auch nur ein Ei gegessen zum Frühstück. Line Gamer One haben wir getroffen, genau. Der auch LS macht, der viel Flugsimulator macht, hier von Microsoft Flight Simulator und so weiter, ist auch ein echt netter, hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Den haben wir noch getroffen, den lieben Exit-LP, auch ein ganz, ganz netter, schon etwas, etwas älter würde ich jetzt nicht sagen, aber eben keine 20 mehr. Und auch ein ganz, ganz netter, guten LP haben wir getroffen, mit dem haben wir ein bisschen gequatscht und alles, ja, ist ja auch... Wir kennen ja Guten jetzt schon eine gewisse Zeit und haben ja auch schon ein paar Projekte zusammen gemacht und ist auch ein cooler Typ, also passt auch in die Welt. David Hayden war dort gewesen mit so zwei, drei Leuten und haben da auch ein bisschen was aufgenommen und haben auch ein bisschen was gefilmt und alles. Ich bin gespannt über das Video, was von Hayden kommen wird. Landwirtschaftssimulator David Hayden, da denkt man ja erstmal, oh, was ist denn da los? Aber ich denke, es wird ein ganz lustiges Video werden und ich hoffe, dass Simulatoren Leute und Community jetzt einfach nicht so durch den Kakao ziehen, wie es ja manche andere machen, aber ich denke, er war schon positiv überrascht, wie das Ganze aufgezogen war und wie die Leute dort auch so drauf waren und so, das hat er glaube ich auch selber gesagt und lasst uns einfach mal von dem Video überraschen, was dann kommt. Wird ja auf Behind kommen, denke ich mal. Ich werde auf jeden Fall mal schauen die Tage und bin auch sehr gespannt. Mit Benny saßen wir dann abends auch noch am Tisch, haben ein bisschen erzählt, auch korrekter Typ eigentlich und ja, ansonsten war es das eigentlich so im Großen und Ganzen gewesen. Ne? Clicky war wieder mit dabei, das ist, als Statist. Da hat man immer wieder zu lachen, über Randy. Ja, nicht nee. Wow. Ich habe ja auch die Sehne mit, aber... Ja, aber war auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung, war ganz cool. War ein richtiger Schritt von Jeans. Von Jeans in die richtige von Jeans in die richtige Richtung, definitiv. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir haben natürlich auch mit Jeans Mitarbeitern über andere Sachen noch gesprochen.
was dabei rauskommt, sind wir mal sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall haben sie es sich angenommen und wollen das mal so weitergeben, wollen das auch mal besprechen. Und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt und ob da was bei rauskommt. Aber da lasst euch einfach mal überraschen, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel irgendwie, was dann vielleicht gar nicht so ist. Und ja, da sind wir wirklich gespannt. Giants geht auf jeden Fall einen großen Schritt auf die Community, auf die Modder zu, auf die YouTuber zu und so weiter und so fort, was vorher nicht so der Fall war. Aber das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, das haben wir, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt. Und ja, im Großen und Ganzen war eine wirklich schöne Veranstaltung, sehr informativ für uns. Und ja, du kannst ja auch noch was erzählen, ne? Ja. Das war auch perfekt. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was jetzt noch, na, wir haben jetzt noch 3 Wochen bis zur Gamescom. Mal gucken, wir haben ja so schöne USB-Sticks bekommen, ne? Gucken wir dann gleich mal nach, ja, was, da, wir auch noch was, da, was da Schönes drin ist. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Besonderes, was wir euch noch sagen könnten oder so. Und vielleicht kommt ja nun in den 3 Wochen bis zur GC vielleicht noch irgendwas Neues oder so. Und spätestens da können wir es dann ja irgendwann sehen. Genau. Und Fakt ist eins, wir werden euch definitiv nichts vorenthalten. Also das, an was wir an Infos bekommen haben, das geht mal 1:1 weiter. Wir haben auch von Giants jetzt keine Infos bekommen, wo es hieß, die bleiben bitte unter euch oder sonstiges. Also alles, was wir wissen und gesammelt haben, jetzt geben wir auch zu 100% an euch weiter und entschuldigt bitte, dass wir das Ganze nicht in 10 Videos verpacken, sondern in 1 zusammengefasst. Ja, ja. Ich weiß, das sind wieder Einbuße, YouTube-Einnahmen ohne Ende, die wir einbuchen. Also wir springen hier in den finanziellen Ruin für euch, solange wie uns Clicky unterhält. Ja, nee, in diesem Sinne würde ich sagen, wollen wir das auch gar nicht weiter ausdehnen. Ein paar Eindrücke für euch haben wir ja gesammelt und ja, vielleicht ist das nächstes Jahr dann wieder oder übernächstes Jahr besser gesagt, vielleicht etwas größer, noch mehr Leute von der Community oder so. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir schauen, was Giants, wie der Weg sein wird, den Giants weitergeht mit den ganzen Leuten zusammen. Und wir freuen uns auf den LS17, das muss man einfach so sagen. Und sind aber auch gespannt auf andere Games, die genauso orientiert in dieselbe Richtung gehen, Landwirtschaft, was dabei rauskommt, ne? Muss man auch ja mal dazu sagen. Also wir sind da ja sehr offen, was das betrifft. Und in diesem Sinne,